wolltest du mir einen Antrag machen? Wie kommst du denn darauf? Du willst mich heiraten. Das habe ich nicht gesagt. Hennig, jetzt gib mir diesen Ring, Hennig. Mit diesem Ring. Nein. Aua, aua. Oh, Bastian. Ja, das, also, für mich. Es ist nicht, wonach es aussieht. Das ist nur ein Freundschaftsring. Ein Erbstückchen. Du opferst meine Spermien deiner Karriere? Na, hättest du den Job bekommen, wäre bei dir jetzt auch nicht der große Familiensinn aufgebrochen, oder? Aber ich habe den Job nicht bekommen, Helen. Ich trete beruflich auf der Stelle und jetzt darf ich mich noch nicht mal mehr fortpflanzen. Ich bin ein Loser mit Fortpflanzungsverbot. Wie viele Löffel hast du denn da reingemacht? Einen. Pro Tasse. Pro Kanne. Oh, hey, nicht mal Kaffee kochen kannst du. Und wenn er das hier sieht, dann überlegt er sich's noch. Und jetzt hör mir mal gut zu, mein Kind. Ein Mann, der dich heiratet, muss nicht unbedingt Millionär sein. Es genügt vollkommen, wenn er 10-monatlich, na sagen wir, 20.000 mit nach Hause bringt. Aber in jedem Fall muss er mehr verdienen als du. Das ist noch eine Frau. Solche Frauen, weißt du, sind auch Frauen. Bastian, jetzt reicht's! Mama! Ich glaube, ich hab zu viel. Bastian! Hat sich mit dir verlobt? Naja, sagen wir so, er hat es vor. Das tut mir leid. Es ist noch nichts entschieden. Er ist so ein Spießer. Ich mache mir wahnsinnige Vorwürfe. Ja, wenigstens habe ich eins mit meiner Erziehung erreicht. Er hat Angst vor mir. So entschuldigt, aber was denn für eine Feier? Also... Nee. Also ich erinnere mich nur noch an... Ja? Ja? Sobald Sie das Wort schwanger hören, produziert Ihre Zirbeldrüse ein Stresshormon und der Verstand setzt aus. Was wenn doch? Also ich habe meinen zweiten Mann mit einem gefälschten Ultraschallbild dazu gebracht, mir einen Haufen Geld für eine Hollandreise zu geben. Ja, den Pelzmantel habe ich heute noch. Mein Scheiß auf die Bank, Bastian! Du bist Vater! Was? Vater? Ja, Vater! Gott sei Dank, er hat sich hingesetzt. Gott sei Dank!